Ja. Haben wir die Zeit, das Klettergeschirr wieder abzubauen, Kapitän? Oder lassen wir das hier im Falle, dass wir uns an derselben Stelle wieder hochbegeben müssen? Ich glaube, wir haben dafür keine Zeit. Rafim bringt das doch schon mit. Lass uns erstmal in Deckung gehen, bevor wir es wieder in den Rucksack stopfen. Dann willkommen im Schützengraben, meine Freunde. Mir gefällt das gar nicht. Nun, ich bin kein Schütze, aber kennt ihr die Geschichte von der Armbrust? Noch nicht, tatsächlich. Ihr kennt Oh. alle die Geschichte von der Armbrust, nur das ist nicht der Zeitpunkt. Ja, vielleicht schon. Guck doch mal diesen Pilz hier, sehr, sehr schön. Oh ja, nicht wahr? Boltax benutzt die Geschichte von der Armbrust, um den Geist seiner Schüler zu stählen. Das ist richtig. Denkt an die Armbrust, dann kann niemand in euren Geist eindringen. Nun, das Intonieren monotoner Tonabfolgen zum Beispiel oder das Vorstellen von sehr tristen Bildern ist tatsächlich eine Übung zur Geistesstärkung. Ja, oder man denkt Meistens an die haben, Armbrust. genau, zum Beispiel, meistens haben wir angefangen, den Codex Ibericus zu rezitieren, aber jedem das seine. Oh ja, das ist dieses große, langweilige Buch, oder? Oh ja, ich weiß bis heute nicht, was genau drin steht. Ich kenne nur die Worte. Ich habe einmal eines benutzt, um darauf zu sitzen, während ich unterrichtet habe. Es war sehr hilfreich. Es steht wirklich viel darin. Ja, eure Gespräche von den Akademien und den warmen Hörsälen werden unterbrochen, wenn ihr dann durch die gewaltigen Gruben geht. Zu beiden Seiten könnt ihr noch die Wurzeln erkennen und die Steine der ehemaligen Pyramide, die dann abgetragen worden sind. Wie gesagt, gewaltig groß sind die Brocken, die Stückchen, die verteilt worden sind, und unter euren Füßen das ein oder andere Mal schwarzes Unwasser, was widerlich stinkt und einen widerlichen, bitteren Geschmack in eurem Mund hinterlässt. Auch wenn ihr nur über die Pfützen hinübersteigt, über die Ausdünstungen, die davon kommen, die vor langer Zeit einmal hier zurückgeblieben sind, Nesselabdrücke, die ihr auch noch erkennen könnt. Vor allem die Tierkundigen unter euch können es eben erkennen, dass hier wohl gewaltige Saugnäpfe der Götter, oder der erzdämonischen Niederhöllen hier zurückgeblieben sind. Immer wieder ein Blick auf die vielfarbigen Pilze, die unheimlich glühen und leuchten, und mit jedem Schritt, den ihr tut, kann vor allem Boltax eben auch erkennen, dass diese Pilze wohl keine essbaren Speisepilze sind, keine gesunden, sondern genährt durch das Unwasser giftig und verdorben. Weiterer Schleim, der hier auf ewig an den Wänden haftet und den ganzen Graben mit einem Gestank erfüllt. Verdammt. Weiß jemand, wo wir sind? In diesem verdammten Gremium kann man sich überhaupt nicht orientieren. Nicht wirklich, aber von oben sah es so aus, als würden sie alle mehr oder weniger von dem Tempel ausgehen. Auch wenn sie sich teilweise kreuzen. Stille hier unten beunruhigt mich. Viel zu still. Nee, viele Wege führen nach Bosbaran. Ja, was denkt ihr, wie lange dauert es noch, bis wir auf diese Hexen treffen? Ich dachte, Lange genug. Bosbaran wäre gefallen. Ich denke, dass wir schon bald mit Gesellschaft rechnen können. Vielleicht sollten wir uns etwas unauffälliger verhalten und vielleicht etwas leiser oder gar nicht reden. Vielleicht sollten wir eine Wachposition einrichten und einen oder zwei zum Auskundschaften vorausschicken. Und ich bin nicht sicher, ob wir dafür geeignet sind. Nun, ich könnte selbstverständlich einen Gondongi schicken, wenn ihr geneigt Nein. seid. Und während ihr noch über Gotongis und Wachen oder Speer diskutiert, könnt ihr erkennen, wie hinter einer der Trümmerteile der Pyramide ein gewaltiger Echsenkrieger auftaucht, der sich einmal mit seinen Säbeln auf die Brust klopft und dann herausbrüllt zu euch die Herausforderung: Jiukretsintai! Ja, ich vermute, Sie sehen uns. Ich muss leider auf meinen Meta-Wissen-Ressort pochen. Falsche Brut von Hisinde. Ah. Heißt, wir sehen nichts sind? Sintoi. Ah. Wir haben uns alle schon gesehen, oder? Zumindest einer der Krieger, Zulamin, du erkennst ihn. Du hast ihn losgeschickt. Oder
S hat ihn losgeschickt. Fasres hieße. Ist das nur der eine? Mit dem werden wir spielen fertig. Nun, der eine ist mehr vermutlich. Und während du das sagst, kannst du sehen, wie die weiteren Krieger von den Pilzen herabsteigen, von den Ruinen und sich euch in den Weg stellen. Malaskanische Achas. Hättest du was sagen müssen, Boltax? Tarsachrabal Karibis. Nakim Karibis. Tarsach. Nakim. Sukrabal Krimdoktar. Akrabal. Bedeutet auf dich. Herausforderung. Dakurish. Ein Kampf auf Leben und Tod. Und dann stürmen sie los. Ich denke, die Verhandlungen sind gescheitert. Initiative. Wie viel habe ich denn? Wenig. Dann sind wir wohl schon wieder so weit. Hab doch nichts getan. Ach nee, ich verliere sogar noch einen Inni. Ich habe nur 18 Inni. Ach, sind das die Gräben im Inni-Brett? Ich dachte, das wäre der Baum. Ja, den Baum habe ich euch nur so reingezogen. Nee, wir kämpfen jetzt in den Gräben. Also, ich dachte, das wären die Gräben. Okay, meine Inni würfelt irgendwie nicht. Würfel manuell. Das ist eigentlich das erste Mal. Ja gut, okay, bin ich bei 12. Haben wir eine... Ach, das sind die... Ah, ich verstehe. Oh, die sind aber groß. Boris, ich brauche 28 Aktionen für meine Liturgie. Das kriegen wir hin. Ist die Karte 1 zu 1? Die Karte ist 1 zu 1. Yeah. Okay, damit kann ich arbeiten. Okay, da habe ich ja ordentlich Zeit. So, der Initiativewert ist bei 13 plus 4 plus 2. 13 plus 4 sind 17, plus 2 sind 19. Boah. Okay, dann tue ich alle auf die 19. Ich bereue es, ein süßer kleiner Stoffi zu sein. Holt mich hier raus, ich will Jana zurück. So, ihr habt alle auf der Initiative euch eingetragen, ne? Fuck, noch nicht, sorry. Okay. Wo ist denn mein Tückelchen? Da haben wir es. Ich bin nicht der Letzte. Und ich mache mich mal groß. Und bei der Gelegenheit... Oh, ja. Noch eins größer. Gewaltig, bitte. So. Vor Boltax zu sein... Endlich mal eine Tortengröße, die man im Ego entspricht. Uns fehlt noch Zulamin. Oh nein, da ist es noch Zulamin klein. Ist noch klein, genau. Alles klar, gut. Dann, die Maraskaner sind auf der Heiligen 16 und auf der Heiligen 32. Gut, und dann können wir beginnen. Und zwar unten mit den Maraskanern von Tigrech und den Soldaten, die ihr angeworben habt. Die tun erstmal nichts und gehen in Formation, schauen zu euch. Wissen noch nicht genau, was sie tun sollen. Dann, wen haben wir noch? Boltax 12. Ich orientiere mich. Dann die 13 Serpentilio. Ich denke, Serpentilio verbringt doch ein wenig Zeit damit, zu stottern und sich zu orientieren. Da ich keine Aufmerksamkeit besitze, ist dies für mich eine Intuitionsprobe. Diese ist gelungen, ich bin orientiert und damit 5 Punkte höher, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, ich habe 12 Basis, ich muss also 17 haben, nicht wahr? Ja. Nee, plus 6, 18? Nee. Plus 6, ja, 18. Du hast eine 1 gewürfelt. Kannst du aus der 1 doch einfach 5 mehr machen, ja. Ja, ich dachte, er hat dich an mich verrechnet. Der nächste bitte. 15 haben wir. Ich will einen Zauber verbreiten und zwar ein Attribut einer Schnellsteigerung Version. Dauert wieder? 4 Aktionen, glaube ich. Orkulizana tut auch erstmal nichts, bleibt erstmal stehen, das ist kein Kämpfer. Die beiden Maraskanerinnen bzw. Hohen Grobpriesterin würden sich aber auch irgendwie neben den Maraskanern anordnen, und zwar versetzt zu ihnen. Die besitzen Kampffächer, mit denen sie prinzipiell auch so etwas abwehren könnten wie Fernkampfsachen, also Pfeil und Bogen, Bolzen. So etwas könnten sie damit abwehren. Boltax 17. Ja, ich mache erstmal nichts. Ich weiß ja nicht was auf uns... Deine Aktion. Genau. 18, Raffi. Eine Frage. Wenn eine Ritualdauer bereits auf Stoßgebet ist, kann ich die noch weiter verkürzen oder nein? Stoßgebet ist, glaube ich, das Kleinste. Okay. Ja, dann beginne ich jetzt damit, eine Liturgie zu wirken. Das dauert 18 Aktionen. 18 Aktionen, das ist aber auch ein bullshit langes Stoßgebet. Ja, Serpentinio 18.
Du hattest zwei Aktionen. Ich bin übrigens sagen, mich hat das zwei Aktionen gekostet. Ich habe keine Aufmerksamkeit. Gut, dann sind die Achas dran. Ihr könnt erkennen, wie wohl. Da wurde zumindest etwas gefordert und sie fangen an zu laufen. Und zwar 20 Schritt. Zumindest von den ersten vier, die ausgehen. Ihr könnt den riesigen Fassrassist erkennen, der Kartonikgeweiht oder Chorgeweiht, wie er ist, dann auf euch zuschreitet und jeder Schritt ist ein Dollar. Mutprobe bitte. Jetzt schon. Jetzt schon, selbstverständlich. Er kommt auf euch zugesprintet. Dann raus damit. Dekala wird die Formation verlassen und selbst auf einen Baum klettern. Dann 23, Diamant. Ich hab's auch nicht geschafft. Was passiert dann? Was ist denn bei Mutproben, die, wenn jemand den Chorgeweiht auf dich zustürmt und du die Mutprobe nicht schaffst, dann sind deine Attacken. Gar nicht. Müssen. Du geh bei der Lachen über Schlachtfeld schreitest, müssen Leute Mutproben ablegen, um dich anzugreifen. So wie bei der goldenen Rüstung. Ja, richtig. Gut, dann kannst du nicht parieren, oder was? Nein, du kannst ihn einfach nur nicht angreifen. Jedes Mal, wenn du ihn angreifen möchtest, musst du die Mutprobe machen, bis du sie einmal schaffst, dann nicht mehr. Die ist übrigens auch um LKP-Stern oder Sternhalb oder so erschwert. Ja, richtig, genau. Aber das kommt erst zum Tragen, wenn ihr ihn angreift. Das ist auf alle Fälle geschafft. Also, wenn wir ihn jetzt angreifen wollen würden, jeder, der Mut gewürfelt hat, der könnte ihn angreifen, einmal. Genau. Nein, du kannst ihn dann immer angreifen. Ach so. Richtig, genau. Aber du darfst ansonsten nur parieren. Alles klar. Wesen anzugreifen. Ja, easy. Okay, klar, krieg ich hin. Dann kann Boltax jetzt tanken. Gut, dann habt ihr die Mutprobe gewürfelt. Jeder weiß, ob er Ati attackieren kann oder nicht. Serpentilio darf nicht, Diamantis darf nicht. Attackieren wollte ich ihn jetzt eh nicht. Aber ich habe zwei Aktionen, oder? Wir sind noch in der ersten Runde. Sorry. Wir sind noch in der ersten Runde, genau. So, nach der 20, Diamantis 23, du darfst. Ja, ich reiße meine Abalone hoch, ziele in Richtung des großen Echsenkriegers, doch da verlässt mich dann ein wenig der Mut und ich ziehe ein wenig zur Seite. Die hier oben, wie genau sind die bewaffnet? Was tun die? Die bleiben wahrscheinlich, weil ihre Initiativenphase zu Ende ist, einfach hier oben stehen, richtig? Die haben Wurfspeere, die du erkennen kannst, und die bleiben stehen. Alle Wurfspeere, also nicht. Die haben Wurfspeere, ja. Die haben auch andere Speere, aber vor allem Wurfspeere. Ja, dann schieße ich einfach mal auf hier, dem Achatz, direkt neben der großen Echse. Er ist auf die große Echse gezielt und dann schalte ich mich um und schieße auf den anderen Achatz. Ja, wahrscheinlich eher verzittert, ne? Ein wenig, ja. Ich nehme mir trotzdem beide Aktionen. Erste Kampfrunde, erste Aktion, um anzulegen und zweite Kampfrunde, um einen Schuss mit Ansage anzusagen. Und zwar nehme ich mir zusätzlich 5 Punkte zum Schaden hinzu. Okay, gut. Fast habe ich schon vorgezogen. Der ist gelaufen. Zulamin, 30. Zulamin hat ihre Mutprobe gecrittet und stellt sich dementsprechend vor die Magier. Und dann orientiere ich mich. Ich würfel gerade mal eine Mutprobe für die Maraskane. 5, reicht. Okay, die anderen Eukolizaner habe ich schon vorgezogen, beziehungsweise die rohen Grobpriester. Dann nächste Kampfrunde. Die Maraskaner von Tigrich bleiben stehen. Sie halten einfach die Position, stürmen jetzt nicht bekloppt, wie sie sind, dann auf die zu, weil sie wissen, dass es sich eben um bösartige Maraskan-Achas handelt. Magus Abelmir, du bist dann auf der 50. Ich bin jetzt in der zweiten Kampfrunde. Ich brauche insgesamt 3 Kampfrunden. Ich habe eine halbe Zauberdauer. Die Probe ist um 6er Schwert für plus 3 für Schnellsteiger und plus 3 für die Zauberdauer. Trage ich mal ein. Und die ist gelungen. Ich bekomme jetzt für 18 Kampfrunden 12 Körperkraftpunkte mehr. Trage ich gleich ein. Ich hätte zwar eine Aktion, aber das bringt ja nichts hier. Ich bin auch weit entfernt. Gut, dann nach der 15 die Okulizaner bleiben weiter stehen. 17 Boltax. Ich würde damit beginnen, ein Ritual zu wirken, beziehungsweise meinen Schlangenring anzufassen und einmal Seelenfeuer zu wirken. Es dauert insgesamt 3 Aktionen. Ich würfe gleich dann noch die Ritualkenntnisprobe und sage euch dann, was es macht, wenn die 3 Aktionen durch sind. Genau, danke. Das brauche ich nämlich nochmal, den Seelenfeuer. Lichterloh, den haben wir noch nicht allzu oft gesehen. Nee, ist nicht das Seelenfeuer. Lichterloh, das ist ein Ritual. Das heißt Seelenfeuer. Okay, ich wollte gerade fragen, wen von uns möchtest du bitte verwandeln? Nein. Genau, Zeiten. 18, Rafim. Du bist noch weiter mit Ritual beschäftigt, ne? Septilio.
Wenn ihr die Position halten könnt, kann ich sie in der Mitte teilen. Dies waren zwei Aktionen. Gut, die Achas sind wieder dran. Die Achas laufen, die anderen bleiben stehen. Wie gesagt, allesamt haben sie sowas wie Wurfspeere. Sie haben aber auch Achfavare dabei, also exische, gegabelte Spieße zum Menschentöten. Also Wurfspeere, normale Speere und Achfavare. Und das Donnern von dem Auserwählten von Kerupterot und Chor, Fasrassis, donnert auf euch zu. 20 Dekaner klettert weiter auf den Pilz und mit seinen spinnenhaften Sinn kommt er oben an. Diamant ist 23. Ja, 23. Der Schuss hat getroffen. Und zwar den hier für 21 Schaden ins Bein. Minus 2 Wundschwelle, weil ich mit Bolzen schieße. Und er darf eine Körperkraftprobe machen, denn das ist ein Angriff zum Umreißen. Zum Niederwerfen. So, die Körperbeherrschungsprobe habe ich einfach mal so gewürfelt mit einer 8er Talent, einfach mit 8 übrig. Und die Selbstbeherrschungsprobe ist gelungen, das heißt, er kann den Schmerz auf alle Fälle wegstecken. Und bleibt kampffähig. Ist die Körperbeherrschungsprobe erschwert? Das ist ein Niederwerfen. Niederwerfen ist nicht Körperbeherrschung, Niederwerfen ist KK, erhöhe Schwert um Schaden über Körperkraft. Also seine Körperkraft ist 16, hat einen 18 gewürfelt und hat das nicht geschafft und würde damit umfallen, ja? Damit verliert er 2W6 Ini. Zustand. Bekommt. Was hast du gemacht? Wie viel Schaden? 21. 21, das müsste die zweite Runde sein. Konstitution ist 15. Plus Eisern hat er trotzdem 2 Wunden. Auch wenn er gerüstet ist, aber er ist. Trotzdem mit 2 Wunden und seine Initiative ist irgendwo weiter unten, alles klar. Ja. Das war dein Schuss auf der 23. Richtig, aber das ist noch letzte Kampfrunde passiert. Das konnte ich innerhalb von einer Kampfrunde machen. Und in dieser Kampfrunde sage ich 3 Worte: Stellung halten, verstanden. Und mache eine Aktion Position vorne zu den Maraskanern und ziehe meine beiden Balestrinas. Okay. Dann Fassra habe ich eben gemeinsam mit den anderen gezogen. Achtef Sabu und die andere Ayla Sub bleiben stehen. Zu Lamine. Ich warte ab. Dann nächste Aktion. 12 Maraskana. Wir bleiben stehen. Magier Abelmir 15. Ich würde mich hier direkt für die Magier in die Maraskana stellen. Zweite Reihe. Okay. Du benutzt menschliche Schilde, die Orkulizaner bleiben weiter stehen, 17 Boltax. Ja, das wäre dann meine Aktion, also meine dritte Aktion jetzt. Und jetzt zündet der Seelenfeuer. Ich lese ihn einmal genau vor. Durch dieses Ritual gewinnt der Ringträger, also in dem Fall Boltax, die Kraft innerhalb des Wirkungsradius des Seelenfeuers, ähnlich dem kalten Licht eines Irrlichts, aus dem Boden emporschießen zu lassen. Die Flammen können jede vom Geoden gewünschte Gestalt annehmen, bis hin zu bizarrsten Skulpturen, und haben die Eigenschaft, einzig und allein denkende Wesen zu verletzen. Holz brennt also ebenso wenig wie Stoff, und auch Tiere bleiben unbeeinträchtigt. Denkende Wesen hingegen erleiden den vollen, durch keine Rüstung gemilderten Schaden in Höhe von RKP Stern durch 3 Schadenspunkte pro Berührung. Um ein solches Seelenfeuer zu durchschreiten, ist eine Mutprobe von RKP Stern durch 2 nötig. Das Seelenfeuer ist einmal herbeigerufen, standorttreu. Es kann also bis zum Erreichen von Flammenbarrieren verwendet werden, nicht aber als Fernkampfwaffe oder ähnliches. Und es kostet mich pro Kampfrunde 1 ASP. Und ich würde gerne das Seelenfeuer einmal hier und einmal hier platzieren, sodass hier in der Mitte ein kleiner Durchgang ist. Also quasi eine Art Torbogen, der dieses Feuer bildet, sodass die genau nur eine Stelle haben, wo sie durchlaufen können. Ich mache eine sehr dünne Wand, sodass es auch die 5 Rechtsschritte nicht überschreitet. Sag nochmal, ist zum Aufrechterhalten, ne? Genau, ist zum Aufrechterhalten. Pro Kampfrunde kostet mich das ein ASP. Und zwar genau vor uns. Wie gesagt, hier, dann ist hier der Kreis, wo sie quasi durchlaufen können, und dann ist hier wieder ein Flammenwall. Also sie könnten auch hier an der Seite vorbei. Genau. Damit komme ich klar. Damit kann ich arbeiten. Dann habe ich das Ganze mal eingezeichnet nach Montag 17, 18, 4. Aktion 3 von Runde 3 von 9.
Alles klar, weiter geht's. Rafim ist fertig, Serpentilio. Ventilo greift nervös seinen Stab, starrt die Echsen an, schaut nervös zu Boltax und tut nichts. Die Echsen sind dran und laufen. Wünschte ja, dann wäre hier, der hätte einen Bogen. Nach den Echsen 20 Dekaner tut erstmal nichts. Diamantis 23. Verschließ die Lücken im Feuer, wir halten die Linie. Und ich würfel eine X-Kunstprobe mit der Aktion Taktik, um unsere Initiative zu verbessern. Okay, sehr gut. Dann kannst du das schon mal machen und die Initiative dann gleichmäßig verteilen. Die Fassre sind schon durch. Die Maraskaner tun auch weiter nichts. Das reicht noch nicht. Sulamin darf noch. Ja, gibt gerade nicht viel zu tun. Ich warte ab. Alles klar, Diamantis, verteilen mal bitte die Initiative gleichmäßig. Für wie viel gibt's für jeden außer dich? Ja, angenommen, jeder von uns hat Kriegern, was auch der Fall sein sollte. Ich denke bei Serpentilio auch. Sekunde, ich muss nachsehen. Ist das ein Wissenstalent? Das ist ein Wissenstalent. Dann ist dies ein Nein von mir. Okay, und dann sind wir nur vier Leute. Vier Leute, 14 aufgeteilt. Wir sind 16, also das heißt, die Maraskaner werden davon auch Kriegsgründe. Aber er kann sich ja aussuchen, wen er in die Taktik mit reinnimmt. Aber es macht keinen Sinn, die Maraskaner nicht mit reinzunehmen. Ja, das stimmt. Sagen. Also dann bekommen die Maraskaner ein, jeder rückt einen weiter nach vorne. Die Ruhengor-Priesterin sicher auch, ne? Ja, okay. Das wird auf jeder eins hinauslaufen. Du darfst im Übrigen die Kampfpaarungen bestimmen, wenn es losgeht. Diamantis darf die Kampfpaarung bestimmen, oder? Ja. Ja, okay. Gut, dann sind wir durch. Zulamin macht nichts. Nächste Kampfrunde, die Maraskaner tun nichts, aber mir. Ich würde mich orientieren und meine um 3 Punkte verbessern, bin ich dann auf 19. Mhm. Dann Maraskaner sind weiter 17 Voltax. Ja, ich würde erstmal warten, bis die Echsen kommen, weil gerade kann ich auch nicht viel machen und ich ziehe mir einen ASP ab. Gut, Rafim. Runde 4 von 9. Serpentilio. Ich fange Tlalox Odermann. Ich verkürze zweimal die Zauberdauer. Ich denke, das sollte hinhauen. Und nur um sicher zu gehen, verlängere ich einmal die Reichweite. Das dauert dann 2 Aktionen. Ich sag dir also am Ende der Kampfrunde Bescheid. Alles klar, dann Abemir. Ich warte ab. Die Echsen sind nächste Runde bei euch dran. Echsen haben gehandelt. 21 Tekala, tut nichts. Jemand das? 24. Ja, ich schieße. Und zwar immer noch nicht auf die große Echse, die macht mir Angst. Aber dennoch auf die verletzte Echse. Und die hier neben dran. Beiden, die ganz vorne stehen. Ja, 2 Angriffe, 2 Schüsse. Mit Ballestrina, ich nehme mir dafür beide Aktionen. Schieße also nicht, wie mein Waffenmeister es erlauben würde, in einer Aktion. Und mal schauen. Du schießt erst auf die schon Verletzte, ne? Schon Verletzte und dann in der zweiten Aktion noch auf die andere. Beide würden gelingen, da müssen wir auch nicht groß berechnen. Ne, da müssen wir nichts berechnen. Und das erste macht 11 Schaden, plus 1 wegen Entfernung. Und zweite macht 12 Schaden. Erster Kopf, aber nicht verdoppelt. Und zweiter Brustkorb. Beides hat eine verringerte Wundschwelle von 2. Ist das zweite oder das erste vielleicht eine Wunde? Das erste ist tot und das zweite Torso ist dann zusätzlicher W6. Okay, dann würfel ich denn. Leider nur 1. Oh, 1, alles klar. Gut, dann bist du fertig und nach Diamantis gehen wir weiter auf die Fassre war durch Zulamin. Sie sind noch nicht da, also warte ich ab. Nächste Kampfrunde. Stopp, Ende der Kampfrunde, mein Zauber löst aus. Tlalox Odem. Ist ein Tlalox Odem festgestanden. Es klingt in etwa so, als hätte Serpentilio starken, nicht Schluckauf, sondern Luft im Bauch, sagen wir mal so. Also er zischt einmal richtig und dann rüpst er kräftig. Und dann stößt sich aus seinem Mund ein giftig grüner Säurenebel aus, der den Eidechsen entgegenwabert. Ich mache erstmal die Zauberprobe. Du weißt schon, dass da Abemir und die Maraskaner vor dir stehen? Es ist egal.
Also hier steht ein Strahl. Hier steht, dass am Ende, also am Ende ein Kegel von. Ein Kegel, ja. Dann gehe ich halt zwei Schritt. Dann mache ich jetzt zwei freie Schrittaktionen. Ja, dann mach gerne zwei Schritt. Und dann zwei Schritt und dann kann ich hier in der Mitte durch. Tja. Ich darf ja sowieso nicht auf den großen, fällt mir gerade ein. Du kannst das jede Runde neu würfeln, ne? Die Mutprobe. Das ist eigentlich. Also die Chance ist ja, du kannst ja jede Runde versuchen, dich deinen Geister zu packen. Frosty? Also wenn es genauso funktioniert, das ist so. Okay, also, dann würfeln wir mit, ob wir ihn mit reinnehmen können. Okay, wir können ihn mit reinnehmen. Nee, das ist nicht bestätigt. Zauberprobe. Also es geht mir vor allem darum, dass du Abelmir und die Maraskana vor dir nicht triffst. Also du kannst das natürlich gerne machen, aber dann werden die genauso die Selbstbeschussproben würfeln. Naja, der hat an seiner Basis 7 Schritt. Ja, 7 Schritt. Okay. Also dürfen die Maraskana gerne ein bisschen husten. Aber so wie der Kegel jetzt aussieht. Ja, von den unteren kommen 2 Stück rein. Okay. So. Gut. Ich wollte das nur wissen. Ja, also du hast recht, Abelmir nicht zu erwischen ist tatsächlich wichtiger als den Zauber durchzubringen. Ja, das sieht in etwa richtig aus. Gut, dann ist das dein Kegel. So, jetzt bin ich raus gewesen. Gib mir eine Sekunde, um erstmal die Probe zu würfeln. Dann müssen wir mal sehen, was ich überhaupt schafft. Sorry. Ich hatte zweimal die Zauberdauer verkürzt und einmal die Reichweite verlängert. Das gibt uns eine Gesamterschwernis von 15. Dann kommen da, das halbiert sich, weil ich Gildenmagier bin, auf die 7,5, also die 8. Dann kommt da ein Punkt runter, weil es eine Beschwörung ist und ich den Modifikationsfokus Beschwörung habe. Und dann kommt da noch einer runter, weil es ein dämonischer Zauber ist und ich den Merkmalsfokus dämonisch habe. Ist also erschwert um 6 Punkte. Würfeln wir nächstes Mal aus. Gut. Ich glaube, der Nebel beschreibt einen relativ hohen Bogen, weil, wie gesagt, er ist ja Reichweiten modifiziert. Also eigentlich über die Köpfe der beiden noch hinweg. Und senkt sich dann aber der Natur gemäß langsam auf sich hinab. Jeder, der in seinem Wirkungsbereich steht, erleidet erst einmal ZFP SPA. Also 13. 13 SPA? SPA. 14 sind 7, okay. 7 SP. Und darf dann eine Konstitutionsprobe, die nicht weiter modifiziert wird, ablegen.